die Wissenschaft sagt uns, wir sind eigentlich über die 1,5-Grad-Grenze hinaus. Wir müssen jetzt handeln, sonst werden nur noch mehr Menschen sterben. Und sterben jetzt schon jeden Tag Menschen an den Folgen der Klimakatastrophe. Uns läuft also einfach die Zeit davon. Ich war gestern auf dem Flughafen Köln-Bonn, denn das war ein Teil einer internationalen Kampagne. Diese Kampagne heißt Oil Kills, also zu Deutsch Öl tötet, und setzt sich dafür ein, dass die Regierungen dieser Länder ein Treaty, also einen Vertrag unterzeichnen, dass sie fossilfrei werden bis 2030. Und ich werde mich auch in den nächsten Wochen an diesen Protesten beteiligen. Das heißt auch wieder Flughäfen? Das heißt auch wieder Flughäfen, ja. Es gab einige Verurteilungen. Ich erwarte noch sehr viel mehr Prozesse zumindest. Also ich hoffe natürlich immer, dass ich freigesprochen werde, denn es ist absolut richtiger und wichtiger Protest, den wir gerade machen. Es ist friedlicher Protest, der einfach freigesprochen werden könnte, der nicht bestraft werden müsste. Deswegen, ich habe noch weitere Prozesse, ja, aber hoffe natürlich, dass ich freigesprochen werde.